Dann gucken wir nochmal, dass wir das Häuschen etwas weiter kriegen, machen die Ebene fertig. Okay, hier können wir eigentlich gerade weiter. Gucken wir mal, dass wir hier immer den äußeren kriegen. So. Haben wir sogar viel zu viel Birke noch mitgebracht. Aber egal, Holz verkommt ja bei uns nicht. Zumindest nicht lange. Dreck brauchen wir wahrscheinlich jede Menge. So. Wie viel es wirklich ist, kann ich dann in wenigen Minuten sagen. Und wir kriegen ja auch noch eine ganze Ladung aus dem Dreck raus, den wir hier abbauen müssen. Hier können wir jetzt einfach mal so ein bisschen schummeln. So. Ah, so viel Dreck ist das gar nicht, der hier fehlt. Da vorne in der Ecke, okay, da ist einiges. Aber hier, das ist ja alles schon fast auf der richtigen Höhe. So, du gehst hier weg und dorthin. Da habe ich mir mehr Probleme vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist dir kalt? Ja, ist heute ein ungemütlicher Tag. So, und wieder eine drüber. Also bisher scheint die Lava uns verschont zu haben. Und vor allem unsere Mauer. So, mal gucken, was wir da noch im Lager haben. Glaube ich. Ach Gott, guck mal, wie viel hier noch drin ist. Da kriegen wir das ja dreimal zu. So. Naja, dreimal ist vielleicht übertrieben, aber es wird auf jeden Fall ausreichen. Und noch die kleine Ecke hier. Und wir können ja auch noch Zeug abbauen. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt hier der letzte Rest, den wir überhaupt hier oben hätten. Und schon haben wir aus einem zerklüfteten, bergigen Hügel ein flaches Plateau gemacht, auf denen wir eine friedliche Kolonie errichten können. Und irgendwie müssen wir dann noch dafür sorgen, dass die NPCs, die wir hier dann hinterher reinsetzen, auch hier bleiben. Obwohl, warum sollen sie weggehen? Springen werden sie ja wohl nicht, hoffentlich.
NPCs sind ja im Endeffekt auch nicht schlauer als andere Tiere. Wenn sie merken, dass zu viele ihrer eigenen Art an einem Punkt sind, versuchen sie sich zu zerstreuen. Das heißt, je mehr NPCs hier oben produziert werden, desto auf einem breiteren Gebiet werden sich die NPCs verlagern. So. Reicht das noch? Reicht noch. So, jetzt noch den Cobblestone rausreißen, Dreck reinfüllen und dann ist das Plateau fertig und für die Bebauung freigegeben. Da kriegen wir in der nächsten Aufnahme übrigens auch ein bisschen Hilfe. Der gute Twilly wird hier ein bisschen mitmachen und auch ein, zwei Häuschen bauen. Und dann haben wir das hier oben auch schon gefüllt. Und können uns dann in der nächsten Folge auf ja, den anderen Berg konzentrieren oder auf die Mauer konzentrieren. Oder mal schauen. Wir haben leider ja immer viel zu tun. Flasche leer. Jetzt füllen. Da auch noch füllen. Ist da dann die Ecke noch ein bisschen? Muss man noch einen reintun. Oh, jetzt können wir allerdings nicht mehr an den Seiten runter. Ich denke, da werden wir uns hin und wieder mal ein paar Leitern hinhängen. Dass wir halt schneller hoch und runter kommen, zum Holz holen etc. Denn momentan der einzige Weg, der nah genug ans Holz ranführt, wäre der hier. So. Dann gucken wir doch mal, was unser Glas macht. Ich denke, wenn ich das Haus hier fertig habe, werden wir für heute auch Schicht machen. So. Da rein. Die oberste Reihe aus Komplettverglasung und dann da unten drunter zwei Reihen. Oh. So. Ich hoffe, dass das reicht. Sieht aber gut aus. Fünf. So. Jetzt lote ich mal kurz die Mitte aus. Das Ding hat keine Mitte. So. Das müsste die Mitte sein. Von allen Seiten zwei entfernt. Oh ja, das eignet sich ja wirklich toll zum Bauen von Treppen. Wie mache ich das jetzt? Hm. Doof. Ich dachte, wenn wir eine Mitte haben, könnte ich so ein Dreier drum machen. Aber so würde das ja dann den ganzen Weg hier blockieren. Dann könnte ich hier quasi nichts drin bauen. Naja, war mal. Patsch. So. Oder wartet mal, wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen das nochmal raus. Und setzen da Leitern rein.
Ups. So, dann ist das jetzt hier die zweite Etage unseres Hauses. Die werden jetzt halt nach oben hin immer kleiner. Setzen wir dann auch den Boden rein. Zu der Seite hin haben wir noch den meisten Platz. Das wird dann auch die letzte Etage sein. So, dann kommt das Übliche, so ein paar Fackeln. So, macht doch einen ganz gemütlichen Eindruck. Wir müssen noch zwei Dinger dran. Jetzt brauchen wir mehr Glas. Oder machen wir erstmal das Dach drauf, bevor wir jetzt anfangen, Glas zu setzen. Hier machen wir es dann auch wieder. So. Hier hinten hin kommt noch ein zusätzlicher Eingang hin. Den machen wir statt den Baum hier. So, darüber geht er allerdings dann auch weiter. Da muss ich ein bisschen tricksen nachher, aber das kriege ich hin, dass das auch noch einigermaßen aussieht. So, und der letzte Querbalken. Könnte man hier zum Beispiel noch ein Bett reinstellen oder sowas. Das wird voll verglast. So, mal von außen gucken. Sieht eigenartig aus gegenüber die Häuser, die wir sonst so bauen. Wir brauchen auf jeden Fall hier oben mehr Kohle. Das steht jetzt schon fest. Kohle und Glas. Gucken wir mal, was wir unten in unserem Häuschen haben. Ansonsten, ich denke mal, Zivili wird auch ein bisschen Glas gebraucht haben. Dann können wir gucken, ob wir da ein bisschen stibitzen können. So. Naja, viel ist es nicht. Aber der gute Wille zählt. Klauen wir ihn einfach mal sonst der Kohle. Garstige Diebe klauen bei Twilly einfach die Kohle aus dem Ofen. Ah ne, aus der Kiste. In den Ofen haben wir ja drin gelassen. Ja, inzwischen muss ich sagen, macht das was her. Auch wenn's uneben ist. Sieht zumindest besser aus, als es gestern noch aussah, aber das ist ja auch nicht kompliziert. Quatsch. Da, Ofen. Noch bestimmt noch einen einzigen Sandblock, den wir noch reinschieben können. So, Treppen. Als nächstes.